لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والله ذات في أنس أليس كمخت نش نوين دنيا أفيد أوخ أوف أنس بعض إن يوم القيامة أمتي 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 أنتك منش أنتك بروفيت إذا نخزي الأمة أزو غفت استأه صلى الله عليه وسلم und er wurde beleidigt, keiner hat was. Sogar manche Leute, das kann ich sagen, nachher die habt ihr gesehen, diese Imamen gegen Terror. Was war das? Das ist eine Bestätigung, dass wir Terroristen sind. Subhanallah. Die Muslime sind Terroristen, subhanallah. Die Muslime sind die besten Menschen. Die Christen und die Juden, die haben beste Zeiten zwischen Muslimen in Zeit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oder Jusui Charlie. Jusui ein Mensch, der Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt. Und ich bin stolz, dass ich von Ummat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin. Je suis Muslim. I am Muslim. Ana Muslim. Ob ihr wollt oder nicht. وهذه عزتي, das ist mein Karama, mein Izzah. Warum? Weil inshallah, in Yawm al-Qiyama werden wir uns treffen. Und wir werden auch sehen, wer ist der Gewinner. Und wer ist im Paradies und wer ist in die Höhle, جهنم خالدين فيها. ألم يقل الله عز وجل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Die Leute, die nicht Muslime sind, die haben Köpfe, die haben Verstand. Aber dieser Verstand hat die in die Höhle reingebracht. Warum? Weil die nicht Islam angenommen haben. Erst wenn die in Jahannam sind, die werden sagen, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ. Wenn wir nur ein bisschen gehört hätten oder nur ein bisschen unser Verstände benutzt hätten, werden wir nicht in Jahannam hier landen. فَعْثَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ. Die werden auch zugeben, dass die nur kaputte Sachen gemacht haben. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Sogar die werden nur einen Tag frei wünschen. Einen Tag. Wenn die in Jahannam sind. Wallahi, die werden das nicht bekommen. Und wenn das auch das nicht bekommen, die werden nur Tod wünschen. يا مالك ليقضي علينا ربك. Malik ist der zuständig für Jahannam. عليه السلام. Die werden ihm sagen, يا مالك, sag Allah Azza wa Jalla, dass wir nur also sterben wünschen. Innakum makitun. Ihr werdet für Ewigkeit dort bleiben. Ach, ihr macht Gedanken, was heißt Ewigkeit? Für Ewigkeit gibt es kein Ende. Viele Muslime, die vergessen diese Fiha Khalidun. Für Ewigkeit. Stell mal vor, für Ewigkeit. ohne Ende. فالله مجبرنا من النار.